Willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, wir haben das letzte Mal eine neue Karte gestartet, eine neue Map. Das ist aktiviert, passt. Und jetzt brauchen wir da noch ein Depot. Das würde ich dann. Ja, machen wir es da irgendwo hin. Hier hin. Ist doch ganz nett von der Stelle her. Kommt das dahin, das Depot? Mal so. Und dann das Gleis. Da nehmen wir das 40er bei mir aus. So geht's. So komme ich rein. Hast. Müssen wir das noch. Nein. Aktivieren müssen wir es nicht. Aber Signale werden wir jetzt noch brauchen. Da habe ich auch neue Signale. Ich würde mal das hier nehmen, das Signal. Oder was bist du für eins? Was bist du für ein Signal? Was ist das? Hm? Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Oder das hier? Das sieht mir zu modern aus. Na, wir nehmen mal das hier. Mhm. Jetzt habe ich mir ein paar Mods runtergeladen. Dann schaue ich mal, wie sich's mit denen spielt. Und Standardspiel habe ich ja auch noch zusätzlich dazu. Es passt also sehr gut. Da sind. Dann. Da. Passt. Dann haben wir hier wieder Bahnübergang. Klappt gut. Kann ich da eigentlich am Bahnübergang was ändern? Ah. Was habe ich jetzt geändert? Hä? Was ist das jetzt? Und da ist gar nichts, oder wie? Mit gar nichts ist mir dann. Ach, das sind dann nur die Steine. Übergang mit Beschilderung in Bahnhof. Maximal 60 km/h. Das ist einfach. Ja, das hier. Weil, warum machen wir den? Und da machen wir schon den, ja, da brauchen wir den, das passt. Weil da fahren eh nicht so viele, da reicht das schon. Dann weitere Signale setzen. Das hier. Kommt, da machen wir einen Block hin, passt. Dann, ja, machen wir nochmal da einen Block hin. Dann haben wir da einen Tunnel. Gibt's da noch Signale? Stimmt, die haben noch keine. Wir haben jetzt auch noch keine Oberleitungen. Die kommen dann erst später. Dann machen wir da noch ein Signalblock hin. Da was hin. Dann Block. Passt. Machen wir da noch einen Block hin. Dann da noch einen. Ja, da noch was hin. Und das war's dann schon. Neue Linie von da nach da. Das wäre dann einmal Wien, Köln. Ja. Jetzt schauen wir mal, was wir für Fahrzeuge haben für die Linie. Gucken wir mal, ob wir da recht viel Auswahl haben oder nicht. Aber der ist elektrisch, der wird nicht gehen. Habe ich schon Oberleitungen? Können wir ja gucken. Ja. Habe ich die schon, die Oberleitungen? Habe ich noch nicht, die Oberleitungen, ne? Gleise mit Oberleitungen habe ich noch nicht. Was sind das für welche? Ah, das sind diese Seilbahnen. Aber Gleise mit Oberleitungen habe ich noch nicht. Da müssen wir es ohne machen. Passt. So, die Züge habe ich auch noch nicht so freigeschalten. Dampf. Nehmen wir dich. 40 ist schon wenig. 40 km/h. Haben wir Diesel? Haben wir nicht. Elektrisch? Dann müssen wir dich nehmen. Passagier. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4. 5, 6.
Na, 7, 8. Ja, aber die kann nicht so viel ziehen. Die Lok. Die kann sowieso nicht so viel ziehen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 5, 6. Davon mal 2 Stück für den Anfang. Ja. Und auf die Linie. Ja. Passt. Dann stellen wir ein bisschen schneller, dass die auch in den Bahnhof reinkommen, weil sonst brauchen die ewig. Wir werden da sowieso dann mehr brauchen, weil es schon ein Stück ist, was die fahren. Aber dass die einfach mal ein bisschen was haben, schon mal. Nehmen wir mal nur sowas. Und dann nachher wird es noch eine Buslinie geben in den beiden Städten. Ja. Das ist pro Stadt eine Linie, also zwei Linien wird es dann geben. Auch ganz schön. Also ich würde sagen, wir fahren aber jetzt mit dem Zug mit, oder? Ja, wir fahren da jetzt einmal mit. Wir meinen der Bahnhof, ja, aber für das Jahr passt es schon. Das wird jetzt nicht mein Lieblingsbahnhof, aber... ist doch für das Jahr dann ganz okay. Ich würde dann aber mal so mitfahren, also so. Ja, ist doch auch ganz so nett, so mitzufahren. Passt. Dann gibt es einmal die Mitfahrt so. Ist doch auch ganz nett, würde ich sagen. Haben wir so in der Art auch noch nicht gemacht. Jetzt machen wir da mal so eine Stadt, wo man dann... oder mehrere, die Map bauen wir jetzt so auf, dass wir dann auch die Fahrzeuge so nutzen, wie sie dann auch in den Jahren sind. Ja. Das heißt, da haben wir jetzt 36, zweimal 36, müssten dann 72 sein. Oder? Ja, müssten 72 sein. Die wir dann hier nutzen können. Wir sehen ja eh die Lok. Tut sich da sowieso schon schwer mit den 6 Wagen. Das reicht auf jeden Fall. Ja, mehr wie 40 km/h kann die Lok sowieso nicht. Aber das ist ja noch nicht das Ziel. Das kann man dann später upgraden, wenn wir schnellere Züge kriegen. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Passagiere transportieren können. Und vor allem ist jetzt das Ziel, dass wir große Städte kriegen. Und dann spielen wir mal so lange, bis eine Stadt die 100.000 Einwohner hat. Das wäre so das Ziel. Und wenn wir das irgendwo hinkriegen, wäre es gut. Aber jetzt schauen wir mal. Signale sind alle unten. Ja, das ist oben, das passt. Heißt, da dürfen wir durchfahren, passt. Ja, das passt. Passagiere haben wir noch keine. Gut. Aber die kommen dann mit der Buslinie auf jeden Fall. Und wenn wir dann die Buslinie gemacht haben, dann werden da auf jeden Fall einige Passagiere mitfahren. Jetzt schauen wir mal, dass wir da einmal mit der Linie mitgefahren sind. Lass mal sagen, wir haben das mal gemacht. Und so eine Fahrt mit der Dampflok haben wir jetzt auch schon länger nicht gemacht. In dem hier auch ganz nett. Ja, wie gesagt, gerne Ideen für die Map. Auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wir fahren jetzt einmal da durch. Haben jetzt 30 km/h. Das ist doch ganz gut. Echt viel schneller können wir eh nicht sein mit dem Zug. Klar, wird es dann später Züge geben, die 300 können. Aber die haben wir jetzt noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Jetzt wird es ein bisschen ganz langsam mit der Dampflok. Da wird es dann auch noch später Dampfloks geben, die 200 können. Aber das haben wir noch nicht. Da ist ein Fuchs. Okay. Hallo Fuchs. Aufpassen bitte.
So können wir jetzt ein bisschen Tempo gewinnen oder nicht? Bisschen was können wir gewinnen? Ja, doch. Beschleunigt jetzt schon wieder der Zug. Aber der hat natürlich nicht die gute Beschleunigung. Deswegen wird es ein bisschen dauern, bis er wieder auf den 40 km/h ist. Das wird ein bisschen dauern. Jetzt fahren wir da mal durch den Tunnel durch. Das klappt auch ganz gut. Ja. Das klappt schon mal. Und die 30 km/h haben wir dann auch gleich wieder. Das passt. Da können wir jetzt schön durchfahren. Klappt, 30 haben wir jetzt, genau. Und dann schauen wir einmal, dass wir in Richtung Köln kommen. Aber bis wir dort sind, wird das noch ein bisschen dauern. Zumindest mit der Geschwindigkeit. Da würde es sich doch lohnen, wenn wir noch zwei weitere draufsetzen. Aber wir schauen mal, wie stark die Nachfrage ist. Und je nachdem werden wir dann weitere Züge dazu bauen. Also dazu kaufen. Ja. Sehen wir die Stadt schon? Die Stadt sehen wir noch nicht. Wir können da mal schauen, welche Stadt die größte Stadt ist. Dass wir das ungefähr wissen, wie groß welche Stadt schon mal ist. Dass wir dann die kleinen Städte fördern, dass sie dann wachsen können. Aber das sehen wir dann eh noch, welche Stadt dann wie schnell wächst. Das werden wir dann nachher sehen. Jetzt gibt es einmal die Mitfahrt. Ups, auch das Signal passt. Ja, auch da dürfen wir vorbeifahren. Klappt gut, ja. Ist okay. Gut, die Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h haben wir jetzt auch wieder erreicht. Das ist sehr gut. Dann sind wir ein bisschen schneller. Aber nicht viel. Wird trotzdem noch lange dauern, weil 40 km/h viel zu langsam ist. Aber okay. Für den ersten Zug ist es okay. Da vorne müsste dann die Stadt sein. Ja. Da vorne ist die Stadt auch schon. Aber wir haben da jetzt noch einen Bahnübergang. Okay. Das heißt, wir fahren da jetzt einmal runter. Auch das klappt. Da müssen sie ein bisschen warten mit den Kutschen. Aber es klappt schon mal sehr gut. Jetzt fahren wir da wieder um die Kurve. Ich hoffe, der Zug schafft das von der Geschwindigkeit her. Aber ja, bis jetzt schafft das sehr gut, weil es ja auch runter geht. Aber da geht es jetzt wieder ein bisschen nach oben. Da werden wir dann, glaube ich, nachher noch eine Kurve haben. Und dann soll es schon in den Bahnhof gehen. Aber jetzt fahren wir da mal nach oben. Das schafft er gut mit Maximalgeschwindigkeit, der Zug. Das ist kein Problem für den Zug. Aber wir gucken natürlich weiterhin, wo das schafft. Jetzt wird er ein bisschen langsamer werden. Wird wahrscheinlich auf die 38 kommen, ja. Und da vorne sehen wir schon die Stadt und den Bahnhof, den sehen wir jetzt auch schon genau. Da sieht man schon den Bahnhof, auch ganz nett. Ist ganz nett gemacht mit dem Bahnhof, ja. Passt so. So, die 40 km/h haben wir jetzt auch wieder. Das klappt schon mal gut. Wir haben da vorne jetzt dann die letzte Kurve. Müsste die letzte Kurve sein, weil wir sehen ja da hinten schon den Bahnhof. Also, auf geht's. Einmal mitgefahren mit unserer ersten Linie. Das heißt, die erste Linie transportiert dann schon die Passagiere. Finde ich sehr gut. Und dann in der nächsten Folge werden wir dann die Buslinien machen für die Städte. Das heißt, da wird es dann die ersten Busse geben. Da schauen wir dann, was es in dem Jahr gibt. Wir sind jetzt im Jahr 1850. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Jetzt fahren wir dann in den Bahnhof hinein, genau. Da vorne ist er schon. Jetzt müssen wir noch schauen,
dass das Signal freigegeben wird. Das klappt schon mal. Das Signal stimmt schon mal. Ja. Und da haben wir jetzt den bisschen besseren Bahnhof, genau. Mit einem ordentlichen Bahnsteig, nicht so wie in Wien. Und auch mit Dach. Passt, ja. Passt, das heißt, wir sind hier einmal mitgefahren. Dann danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.